Was geht? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir befinden uns mittlerweile in Oslo auf dem Trip von Berlin hoch zum Nordkap mit einem Elektroauto und einem Diesel-SUV. Das ist die Kurzfassung von diesem Trip, falls ihr euch wundert, wieso ich überhaupt in Oslo bin. Und heute teste ich mal eine 2000 Euro Festbrennweite, und zwar das 135mm f1.8. Die von euch, die mir auf Instagram folgen, wissen ja, dass die Streetfotografie eine sehr große Leidenschaft von mir in letzter Zeit geworden ist. Ich liebe es einfach, durch die Straßen von verschiedenen Städten durchzulaufen und einfach Momente einzufangen. Und dabei ist es egal, ob schöne Landscapes oder auch einfach nur Personen. Und dafür soll das 135mm f1.8 von Sony wirklich sehr gut sein. Aber besonders frage ich mich, lohnt es sich überhaupt oder kann es sich überhaupt lohnen, für 2000 Euro eine Festbrennweite zu kaufen, wenn man schon ein 50mm oder 85mm für unter 500 Euro bekommt. Aber jetzt lasst uns anfangen, dieses Objektiv hier zu testen. Ich packe einfach wieder eine DJI Osmo Action hier an die Brust und dann seht ihr die ganze Zeit, wie ich mit dem 135mm f1.8 von Sony G-Master shooten gehe in Oslo. Viel Spaß! Also lasst uns direkt anfangen, mit dem 135mm f1.8 von Sony G-Master shooten zu gehen an der Sony A7R Mark III. Dieses Objektiv wiegt 950 Gramm und ist eigentlich nur aus Glas und einem wirklich sehr gut verarbeiteten Magnesiumgehäuse gefertigt. Ich habe am Anfang erstmal getestet, wie verhält sich das Objektiv, wie nah ist es wirklich und wie vor allem funktioniert der Autofokus, und ich muss sagen, der funktioniert einwandfrei. Und ich bin dann direkt in die Innenstadt von Oslo gegangen und habe die ersten Testaufnahmen gemacht. Und diese Bilder haben mir tatsächlich gar nicht gefallen und ich war als erstes ein bisschen frustriert, weil es doch wirklich schwer ist, mit einem 135mm zu arbeiten. Ich meine, einen unscharfen Hintergrund bekommt jeder mit dieser Festbrennweite hin, aber das möchte ich halt eben nicht. Ich möchte mehr ausdrucksstarke Bilder in diesem Moment haben, und das habe ich auch gerade hier versucht zu machen, indem ich diesen Koch fotografiert habe. Und dieses Bild gefällt mir tatsächlich schon mal ganz gut. Ich meine, das ist jetzt nicht ein Knallerbild, aber es ist auf jeden Fall ausdrucksstark und gerade mit dem Licht links und der Komposition gefällt es mir gut. Ich habe dann hier dieses Restaurant entdeckt und den Koch, und den habe ich dann versucht so unscharf zu fotografieren, und dieses Bild hat mir direkt beim Shooten auch schon gut funktioniert, und ich muss sagen, gerade in Schwarz-Weiß gefällt mir dieses Bild wirklich sehr. Ihr könnt mir außerdem sehr gerne Feedback zu der Art und Weise des Videos unten in den Kommentaren da lassen, aber auch zu dem 135mm f1.8, denn zum jetzigen Zeitpunkt des Videos muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich noch nicht so richtig mit dem Objektiv klarkomme. Ich denke, ihr seht es auch in den Bildern, aber zum jetzigen Zeitpunkt des Videos wusste ich auch noch nicht, was mich erwartet, beziehungsweise was mich für Locations noch erwarten in Oslo, weil das war wirklich richtig verrückt. Ich meine, dieses Bild ist hier schon ganz cool, es sieht cool aus, wie die beiden Musik machen, ist jetzt aber nicht Weltklasse. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen einfach rumgeshootet, zum Beispiel hier zwei Personen, die einfach über die Straße laufen, auch das Bild, ja, es ist so ein Bild, es ist jetzt nicht was Besonderes, aber die Straße ist was Besonderes. Ich habe mich so ein bisschen umgeguckt und habe dann relativ schnell diese Linie hier entdeckt und habe gedacht, was wäre, wenn jetzt eine Person langläuft? Und tatsächlich ist das passiert. Und ich meine, wie findet ihr dieses Bild? Ich mag die Komposition sehr, sehr gerne, wie diese Frau da langläuft, man die Rücklichter von den Autos sieht, und hier seht ihr jetzt einfach mal die Komposition eingeblendet. Mit den Linien mag ich das einfach sehr gerne, weil man einfach direkt auf die Person guckt. Dann bin ich noch ein bisschen weitergegangen und habe gerade mit den Linien rumgespielt und habe dann hier dieses Bild einmal gemacht. Die Linien gefallen mir wirklich sehr gut, aber dann sind tatsächlich wieder zwei Personen lang gelaufen und dabei ist dieses Bild entstanden, was mir auch persönlich gut gefällt. Schön mit der Linie unten und dann die Person, die über die Straße laufen, mag ich gern. Ich bin dann weiter in die Stadt gelaufen und habe hier oben links dieses Kino entdeckt, und da standen wieder zwei Personen davor. Also diesmal hatte ich wirklich viel Glück mit Personen in meinem Framing. Dabei ist dieses Bild entstanden, was ich wirklich sehr gerne mag. Wirklich ist einer meiner absoluten Lieblings-Street-Fotos bis jetzt von mir. Aber auch die Bilder mag ich gern, obwohl ich das Bild davor mehr mochte, weil das Bild eingerahmt wurde von den beiden links und rechts stehenden Graffiti-Wänden, sodass so ein bisschen natürliche Vignettierung entsteht, was ich euch auch immer empfehlen kann, worauf ich bei den Bildern achte. Ihr seht jetzt, wie ich hier ein bisschen rumrenne mit dem 135mm, weil man kann mit diesem Objektiv nicht einfach zoomen, was ich tatsächlich auch mag, sondern man muss sich immer bewegen und auch das Auge trainieren. Ich stand dann hier
wieder vor diesem Kino und habe gewartet, dass eine Person vorbeiläuft. Und das ist schneller passiert, als ich dachte. Und dabei sind diese Bilder entstanden. Und ich meine, ihr könnt mir gern eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben. Aber ich muss sagen, ich mag dieses Bild einfach. Ihr hört mich hier im Hintergrund einmal ein lautes. Ihr merkt, wie glücklich ich war über dieses Bild. Ich bin dann einfach noch ein bisschen weitergelaufen, habe wieder mit den Linien der Straßen etwas probiert. Aber das Ganze hat meiner Meinung nach nicht ganz so gut funktioniert. Ich habe zwar hier einen Vater mit einem Kinderwagen fotografiert, was ich ganz cool fand, weil er ist stehen geblieben. Alle anderen sind einfach weitergelaufen über Rot. Aber man erkennt die Szenerie nicht ganz. Hier wären 35 mm und ein bisschen näher einfach besser gewesen. Ich bin dann weiter durch Oslo gelaufen und habe diesen Mann hier im Fenster entdeckt. Und ich meine, diese Spiegelung und gerade in Schwarz-Weiß wirkt dieses Bild wirklich gut. Aber dieses Bild jetzt war letztendlich eins meiner Highlights, weil seht ihr, wie dieser Mann hier draußen steht zu seiner Raucherpause und dann die Spotlights rechts schön runterleuchten und links dieses große Fenster. Ich mag das wirklich gern. Es ist ein sehr inspirierendes, sehr dunkles, nachdenkliches Bild, was mir gut gefallen hat. Dieses Bild hier vom Neonzeichen gefällt mir letztendlich jetzt gar nicht mehr. Ich war nicht mehr richtig im Flow, wusste aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass mein Lieblingsbild noch kommt, was ich an diesem Abend shoote. Ich habe mich ein bisschen uninspiriert gefühlt. Das ist öfter so beim Shooten. Hab da keine Angst. Es ist einfach so, man probiert dann verschiedene Sachen einfach aus, wie zum Beispiel das. Und ich wusste zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht, dass mein bestes und Lieblingsfoto von diesem Abend noch kommt. Ich habe dann so Mitzieher versucht zu fotografieren. Hat nicht ganz so funktioniert. Diese Bilder sind auch cool. Und gerade der Mann jetzt, den ihr hier seht, das gefällt mir auch gut, ist ein schönes Bild für Instagram, ist ein wirklich sehr nachdenkliches, dunkles Bild, aber wie gesagt, ich mag diesen Look ja wirklich gerne, wenn ich Street-Fotos mache. Diese Bahnen haben mich dann inspiriert und so kam ich dann langsam wieder in den Flow und habe sie dann einfach mal fotografiert, habe dann den Shutter-Speed ein bisschen hoch gemacht und dann, tatsächlich dann ist etwas passiert, womit ich nicht gerechnet habe, denn eine Frau ist direkt vor das Licht von dem Scheinwerfer gelaufen und so ist eine schöne Flucht entstanden durch die Schienen, aber diese Frau hat auch dieses Licht verdeckt und so sieht das Ganze einfach wirklich sehr cool aus. Ich mag dieses Bild unglaublich gern, ist eins meiner absoluten Lieblings-Street-Fotos. Ja? Ich mag's. Wenn ihr meine Lieblings 5 Bilder von diesem Shooting sehen wollt, dann checkt einfach mal mein Instagram ab, @jonahplank, da habe ich alle 5 Bilder gepostet und dann könnt ihr gerne da auch abstimmen, was euer Lieblingsbild ist. Ansonsten kann ich über das 135mm sagen, dass es mir bis jetzt wirklich für Street sehr gut gefällt. Es ist zwar eine komplizierte Brennweite, ich werde aber weiterhin mit diesem Objektiv üben und die Qualität der Abbildung ist einfach unnormal gut. Alles klar, das war's mit diesem Video. Es war mir wie immer eine Ehre. Macht's gut. Ciao.